Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von LASK TV. Ja, ich melde mich gerade vom Gasthaus zur Sonne, wo die Laskler, der Fanclub, zu einem weiteren Stammtisch geladen haben. Unser Kapitän Pavao Perwan feierte im Zuge dessen sein 200. Jubiläum im schwarz-weißen Trikot. Ich muss ehrlich sagen, ich habe selber durch die Medien erfahren, dass es mein 200. Spiel ist. Ich war jetzt nicht daheim vor dem Computer und habe die Anzahl meiner Spiele gezählt, aber es ist natürlich ein schönes Jubiläum, wie ich gesagt habe, und ich hoffe natürlich, dass nochmal genauso viele dazukommen. Taugt mir, dass auch der Pavo dabei ist, als Schlüsselfigur vom LASK, einer, der viel leistet von LASK. Wenn man denkt, was für Zeiten man mit dem durchlebt hat, mit dem Pavo vor allem, das ist dann schon ein Zeichen, dass der LASK wirklich zusammenhält, dass es Spieler gibt, die da bleiben, die wirklich sagen, wir sind für den LASK da, gerade auch das Finanzielle ist auch zuerst angesprochen worden. Muss man in den Hut ziehen, was der da geleistet hat. Gibt's nicht, was soll man da sagen? Mir fallen die Wörter nicht ein, vor allem wer da hinten steht. Ich kann nichts sagen. Es gibt gar besser. Ich bin seit klein auf ein glühender LASK-Fan und ich habe so eine Freude mit diesem Verein und mir taugt es und ich bin ersucht worden, in meiner Heimat einen Stammtisch zu machen. Ich darf euch ehrlich sagen, die hätten mir keine größere Freude machen können, diese Veranstaltung zu organisieren. Für uns ist einmal wichtig, dass wir mit dabei sind, sozusagen seit der ersten Stunde als Leading Partner, und wir als Brauerei aus Oberösterreich, sozusagen aus Zipf, das was viele Leute eigentlich auf der Landkarte gar nicht kennen, so in der Richtung, sondern nur die Brauerei kennen, ist es, glaube ich, genau auf unserer Philosophie und Schiene, sozusagen auch in die Regionen rauszugehen, und ich glaube, der Tag wie heute beweist es, sozusagen der Stammtisch, ideal, sozusagen, dass man wieder näher an die Fans ranrückt. Ja, die Stimmung ist top in der Mannschaft, also kann man nichts sagen. Also wir sind gut gestartet in die Rückrunde und das war sehr wichtig. Jetzt haben wir leider einen kurzen Dämpfer gehabt, aber es waren natürlich auch zwei sehr schwere Spiele gegen Rapid und Sturm. Gott sei Dank haben wir am Wochenende gegen den WRC wieder den Weg zurück in die Spur gefunden und da wollen wir jetzt da am Wochenende gleich wieder anschließen vor der Länderspielpause. Wir brauchen die Unterstützung von den Fans, das ist wieder ganz ein wichtiges Spiel am Wochenende. Dazu kommt bitte alle ins Stadion, dass uns unterstützt und damit wir den Vorsprung auf Mattersburg ausbauen können. Dr. Gruber, wie wichtig ist es, dass der LASK wieder unterwegs ist, auch in den Regionen draußen? Ja, der LASK ist der Verein der Oberösterreicher und darum sind wir nicht nur in Linz, sondern auch in den Regionen und auch hier bei unseren Fans und hoffen, diese auch zahlreich im Stadion begrüßen zu können.